Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts am Wochenende. Und ich möchte mit euch in dieser Folge mal eine etwas trockenere Aufgabe mal wieder machen. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht ganz so beliebt wie andere Aufgaben eventuell, aber es muss einfach gemacht werden und ich finde, eine Speed-Folge jetzt reinzuklatschen, das schaffe ich zeitlich nicht. Und deswegen bitte ich da um Verzeihung, dass ich jetzt diese Aufgabe wirklich nur so ganz normal abhandeln kann. Und zwar möchte ich hier weiter dieses ganze Stückchen hier terraformen. Das ist eine unfassbar trockene Aufgabe, die aber einfach gemacht werden muss, weil wir den Platz brauchen und vor allem auch die Ressourcen, die wir jetzt hier rausbekommen. Denn wir sehen, wir haben den Berg schon so weit abgebaut, dass wir jetzt hier schon Steine farmen können. So haben wir wieder zwei Aufgaben mit einer Klappe geschlagen. Mir wurde ja auch teilweise schon in die Kommentare geschrieben, dass ich die Kerker aushöhlen soll, um so Steine zu gewinnen. Habt ihr natürlich vollkommen recht, da stimme ich euch zu, das wäre natürlich eine Lösung dafür. Aber wenn ich jetzt hier gleichzeitig auch noch das hier mache, also das mit dem Terraform, ist das ja eigentlich auch gehopst wie gesprungen. Also ich würde dadurch auch sehr viele Pluspunkte erlangen, einfach weil ich dann endlich Platz habe für Hogwarts und natürlich auch für die Gebäudekomplexe, die jetzt hier dran gesetzt werden und die verdammt, verdammt groß werden. Ich möchte mit euch heute ganz speziell auch nochmal ein Harry Potter Thema ankratzen. Und zwar habe ich mir jetzt hundertprozentig jetzt nichts überlegt, was ich mit euch speziell besprechen möchte. Allerdings ist mir vor einigen Tagen mal in den Sinn gekommen, generell mal so die aktuelle Lage anzusprechen, was so, ja, die Filme und die Bücher betrifft. Ich habe ja vor ein paar Folgen schon mal angekündigt oder gefragt oder euch persönlich auch gefragt, wie ihr das seht mit Harry Potter, ob es noch aktuell ist, ob es noch eine große Fanbase hat und so. Und da habt ihr mir in die Kommentare jede Menge Meinungen geschrieben, wie ihr das seht und was ihr davon haltet und so. Viele Leute von euch haben geschrieben, dass ihr denkt, dass Harry Potter ein bisschen abgeflacht ist, so was die Aktualität bzw. die Beliebtheit anbelangt. Als Grund dafür habt ihr genannt, dass Harry Potter einfach für die Generation wichtig war, die damit aufgewachsen ist. Das heißt, die Leute aus dem Baujahr 1995, 96, 97 und noch darunter, also ab 1990, glaube ich, könnte man sagen, das ist so die Harry Potter Generation, so bis 1999, so kann man ungefähr sagen. Es kann natürlich auch sein, dass manche da so rausfallen, die trotzdem riesige Potterheads sind, das möchte ich gar nicht anzweifeln. Aber so diese Charge, würde ich sagen, das sind so die richtig krassen Potter-Fans, die einfach auch damit aufgewachsen sind. Und da diese Generation jetzt immer älter wird und natürlich trotzdem noch Harry Potter-Fan ist, ist natürlich der Nachteil nebenbei natürlich auch, dass viele, die jetzt neu dazugekommen sind, beziehungsweise viele gar nicht mehr damit aufwachsen können oder beziehungsweise gar nicht diesen Hype darum verstehen, weil sie den gar nicht mitbekommen haben. Und genau dieses Thema würde ich gerne mit euch jetzt in dieser Folge einmal thematisieren, weil ich denke, das könnte schon eigentlich spannend werden, einfach mal so ein bisschen die Hintergründe diesbezüglich zu erläutern. Und deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal damit. Ich persönlich bin natürlich der Meinung, dass viele Leute, die jetzt noch sehr jung sind, auch auf diesen Harry Potter Trichter kommen können. Einfach aus dem Grund, weil die Harry Potter Welt extrem magisch ist und vor allem auch die Möglichkeit bietet, in seiner eigenen Fantasiewelt abzutauchen. Und so ein Feeling bietet eigentlich kaum eine andere Film- oder Buchreihe heutzutage in diesem Ausmaß noch. Was man da vielleicht noch anmerken könnte, wären Star Wars oder Herr der Ringe. Aber die beiden schaffen es auf eine andere Art und Weise, jemanden in eine Fantasiewelt abtauchen zu lassen. Harry Potter ist da noch sehr mystisch, sehr fantasievoll und hat einen ganz, ganz eigenen Charme, den ihr alle kennt und den ihr alle auch mögt und den man als neuer Zuschauer nicht immer so ganz nachvollziehen kann. Ich hatte zum Beispiel letztens das Vergnügen, mit einer jüngeren Person zu schreiben, die mich gefragt hat oder die mich generell so erstmal gefragt hat, ob ich nicht nur die Bücher, sondern auch die Filme gesehen habe, also so eine ganz komische Random-Frage. Und da habe ich natürlich mit Ja beantwortet, weil natürlich habe ich die Filme auch gesehen. Und da sind wir schriftlich so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Die Person hat mir dann gesagt, dass er persönlich nur die Filme gesehen hat, aber nicht die Bücher gelesen hat. Und da habe ich so nachgefragt, okay, hast du denn vor, auch in nächster Zeit mal die Bücher zu lesen oder möchtest du nur bei den Filmen bleiben?
Ja, und dann habe ich halt so die Antwort bekommen, dass er persönlich lieber nur bei den Filmen bleiben möchte, weil er erstens nicht so eine Leseratte ist und zweitens findet er die Filme eigentlich spannender, weil ja, das Ganze einfach actionreicher und epischer ist. Aber genau das, finde ich, ist der Fehler der heutigen Generation. Sie lassen sich nicht auf die Bücher ein. Und gerade bei den Büchern wird ja dieses Mystische, dieses Fantastische geradezu erweckt. Und das geschieht in den Filmen zwar auch bedingt, aber noch lange nicht so doll wie in den Büchern. Und deswegen würde ich jedem Einzelnen, der noch neu dabei ist oder der gerade erst zu Harry Potter gefunden hat oder vielleicht durch andere Familienmitglieder oder Freunde zu Harry Potter gefunden hat, immer empfehlen, die Bücher zu lesen oder zu hören. Wenn ihr sagt, ich bin jetzt keine Leseratte oder ich mag es nicht so, mich irgendwo hinzusetzen und zu lesen, was ich auch absolut nachvollziehen kann, weil ich persönlich eigentlich auch nicht so jemand bin. Harry Potter hat mich da wirklich geprägt und ja, eines Besseren belehrt, aber ich kann verstehen, wenn Leute jetzt nicht so die großen Fans sind vom Lesen. Dann würde ich euch aber allerdings empfehlen, hört euch die Hörspiele von Rufus Beck an und hört einfach die Geschichte. Es ist der gleiche Effekt, es bietet die gleichen Voraussetzungen und ist genauso schön. Und ich werde jetzt erstmal kurz den Zeitumkehrer verwenden, sorry Leute. So, und deswegen ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit für euch, die Geschichte zu verstehen und in diese magische Welt einzutauchen, auch ohne zu lesen, sondern einfach nur durchs Zuhören. Ich zum Beispiel habe es damals immer so gemacht, ich habe mir die Harry Potter CDs reingeworfen, habe währenddessen irgendwie am Computer gespielt oder habe irgendwie Lego gespielt oder habe irgendwas aufgebaut, irgendwas gemacht, getan, ich weiß nicht was. Ich habe immer irgendwas nebenbei gemacht und dazwischen habe ich dann halt die Harry Potter Hörspiele gehört und habe dann am Tag so irgendwie 8 CDs gehört. Eine CD geht immer etwas mehr als eine Stunde, also ich habe den ganzen Tag dann quasi damit verbracht, die Vorlesung von Rufus Beck mir anzuhören, und er hat das wirklich genial gemacht. Also Rufus Beck ist ein absoluter Meister, ja, Vorleser, wenn man das so nennen kann. Also er macht das auf eine ganz, ganz gute Art und Weise und verschafft es, jedem Charakter eine eigene Stimme zu geben und auch einen eigenen Charakter, wenn man das so sagen kann. Denn ja, durch seine Stimmlage und so durch seine Art, das vorzulesen, schafft er es wirklich, diesen Personen in dem Buch nochmal zusätzliches Leben einzuhauchen, was man manchmal als eigener Leser nicht immer so kann. Also es gibt bestimmt einige von euch, die das können, die so, ja, jedem Charakter irgendwie so eine eigene Identität zuordnen können, aber viele können das nicht. Und von daher ist Rufus Beck da wirklich auf einem sehr, sehr guten Trichter und schafft es wirklich sehr, sehr gut, die Figuren zu einem neuen Leben zu erwecken oder zu einem anderen Leben zu erwecken, wenn man das so nennen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall, gönnt euch diese Hörbücher, wenn ihr keine Lust habt, die Bücher zu lesen. Aber ihr müsst die Bücher einfach gelesen haben. Wenn ihr wirklich sagt, dass euch die Filme gefallen haben oder dass euch Harry Potter, die Thematik und die Geschichte gefällt, dann kommt ihr nicht drum rum, die Bücher zu lesen. Gerade wenn ihr auch dieses Projekt hier feiert, dann solltet ihr die Bücher lesen, damit ihr später mitreden könnt. Denn es werden bestimmt einige Parts von Let's Build Hogwarts kommen, wo Sachen gebaut werden, die in den Filmen nie vorgekommen sind, sondern nur in den Büchern. Dazu gehört natürlich auch unter anderem die Küche, aber auch bestimmte Gemeinschaftsräume oder andere Räume, die halt nur in den Büchern thematisiert wurden. Und von daher, wenn ihr mitreden wollt und dann in den Kommentaren aktiv mithelfen wollt, diese Räume dann zu gestalten und eurer Fantasie freien Lauf zu lassen, dann empfehle ich euch, lest die Bücher und verinnerlicht sie euch. Denn gerade bei diesen kreativen Parts, wo wir dann auf die Bücher zurückgreifen müssen, was so die Raumgestaltung anbelangt, da ist natürlich nicht immer meine Meinung richtig, sondern da kann ja jeder seine eigenen kreativen Einflüsse mit einspielen lassen. Und das könnt ihr natürlich nur, wenn ihr wisst, wie der Raum im Buch aussah oder wie er beschrieben wurde. Wenn ihr es nicht gelesen habt, könnt ihr euch das nur ansehen und sagen, ob das gut, schön oder nicht so schön ist, aber ihr könnt nicht sagen, ob es richtig oder falsch ist. Und von daher, lest die Bücher und helft mir dabei, Hogwarts so detailgetreu wie möglich aufzubauen, beziehungsweise so schön wie möglich aufzubauen, weil detailgetreu ist ja nicht mein größtes Ziel, sondern ich möchte ja hauptsächlich versuchen, es von außen detailgetreu zu machen und von innen, ja, ein bisschen frei zu gestalten, dass man immer so ein bisschen das Feeling hat, dass man noch selber bestimmen kann, wo was und wie gebaut wird. So, jetzt wird es hier aber ziemlich dunkel. Ich glaube, ich muss mir mal eine Schaufel holen, weil wir haben jetzt das gleiche gemacht wie bei dem Miningberg damals. Wir haben jetzt hier nur die Steine unten abgetragen, aber nicht die Erde oben drüber. Und jetzt dadurch sehe ich jetzt hier natürlich nicht mehr so viel. Ich glaube, ich baue jetzt hier noch so dieses bisschen hier ab und dann hole ich mir eben eine Schaufel. Und dann bauen wir eben die Erde ab, damit ich wieder was sehe. Weil ist ja auch nicht so geil, wenn ihr jetzt hier nichts seht. Aber wir haben schon einige Steine gesammelt, also es lohnt sich.
Die Aufgabe hier ist jetzt auch nicht ganz so trocken, finde ich. Also man sieht ja diesen Fortschritt durch dieses Terraform immer sehr stark. Von daher habe ich da echt nichts gegen und es macht echt Laune. Und dieser Regen im Hintergrund, ja, ist eigentlich auch nicht so verkehrt. Finde ich ganz schön eigentlich. So, aber jetzt beeilen wir uns erstmal. So, und dann in unser weihnachtliches Hogwarts hinein. Einmal nach unten in unsere Base. Haben wir die Eimer hier? Ja, natürlich sind die nicht voll. Prima. Nee, gut, dann würde ich sagen, ja, packe ich aber die Steine trotzdem schon mal rein, weil dann können wir nachher einfach nur die Eimer austauschen und dann brennt das Ganze. Dann müssen wir nicht noch die Steine zusätzlich einfüllen. Die bleiben ja da drin. Da passiert ja jetzt nichts mit. Und ich habe noch fertige Steine im Inventar, das wusste ich gar nicht. Naja, ist ja auch nicht schlecht. Dann würde ich sagen, packe ich die mal irgendwie in eine separate Truhe. Wäre ja gar nicht mal so verkehrt. Aber wo packe ich die hin? Ah ja, da oben. Oh, und ich habe einen Stack Stein vergessen. Na komm, packen wir den hier auch eben weg. Da fehlen zwar drei, aber ist egal. So, und dann müssen wir uns jetzt eine Schaufel machen. Ich würde ja einen Diamanten bevorzugen, aber ich glaube, da haben wir keine mehr. Ich mache mir jetzt zwei Eisenschaufeln, das sollte auch funktionieren. Zwar nicht so schnell, aber ist ja auch nicht so wild. Levelpunkte habe ich leider keine mehr, sonst hätte ich die noch eben auf Effizienz 1 zerzaubert. Aber na gut, dann machen wir es halt so. Regnen tut es leider immer noch, da kann ich jetzt auch nichts für. Aber das unterstreicht so ein bisschen dieses, ja gut, Regen gehört eigentlich nicht zum Winter. Ich wollte jetzt gerade sagen, das unterstreicht so ein bisschen diese Weihnachtsatmosphäre, aber da wäre jetzt Schnee eigentlich angebrachter. Ich muss mal gucken, dass ich das mit dem Schnee noch hinkriege. Noch habe ich ja ein bisschen Zeit, dass ich da, ja, das hinkriege. Ich glaube, ich habe auch schon die Lösung gefunden. Ich werde jetzt mal in der nächsten Folge versuchen, das hinzukriegen. Das wäre natürlich extrem geil, wenn wir das mit Schnee hier hinkriegen würden. Ach Mist, ich hätte mir eine Axt mitnehmen müssen. Ich Vollpfosten. Ach, wie dumm von mir. Soll ich das eben machen oder soll ich das per Hand abbauen? Nee, das dauert zu lang, oder? Nee, kommt, Leute. Oder nee, ich mache mir eine Steinaxt eben. Ich habe jetzt keinen Bock, wieder zurückzulaufen. Machen wir uns eben eine Steinaxt. So, dann brauchen wir aber ein Crafting Table. Stelle ich jetzt mal hier einfach so random in den Weg. Und dann machen wir uns hier eben eine schöne, upsala, Steinaxt. So. Ist jetzt nicht das Beste vom Besten, aber damit geht es ein bisschen schneller, als wenn wir das mit der bloßen Faust abkloppen. Oh, das war doof. Ja. Dann mache ich hier eben die Bäume weg. Wie man sieht, ist der Berg wirklich ziemlich lang nach hinten gezogen. Also wir werden jetzt hier richtig viel terraformen müssen. Ach je, herrje. Aber solange es nur Terraform ist, ist das kein Problem. Wenn wir ans offene Meer stoßen, dann könnte es schon eher zum Problem werden, weil dann gewinnen wir keine Steine, sondern wir müssen sie vergeben quasi, damit wir aus dem Meer einen, ja, Landstrich zaubern. Also wir müssen dann hier alles aufforsten und das kann ziemlich mühsam werden, deswegen besser so als andersrum. So, jetzt mache ich eben noch die hier weg. Zum Glück stehen hier nicht so viele Bäume. Also das war ja links neben unserem Hogwarts, also neben der großen Halle, links, wenn man davor steht, da war ja ein riesen Birkenwald, den mussten wir auch komplett roden. Das waren locker 500 Bäume, die da standen, einfach so dicht an dicht. Und das ist hier zum Glück nicht mehr der Fall. Also hier sind sehr spärlich. Man sieht es hier, da hinten beginnt jetzt dann der Schwarzeichenwald. Der könnte eventuell später nochmal ein Problem werden. Aber ich glaube, bis in diese Richtung werden wir nicht so wirklich vorstoßen. Also doch schon mit dem Quidditch-Stadion, das wird in die Richtung gebaut. Aber ich glaube, Hogwarts selber wird wenig in diese Richtung gebaut. Oder zumindest halt nicht so weit, dass es da im Bedrängnis mit dem Schwarzeichenwald kommt. Hoffe ich zumindest sehr, weil das wäre echt unangenehm, wenn wir die ganzen Schwarzeichen abbauen müssen, weil die teilweise Stämme haben, die viermal so dick sind wie diese hier. Die hat man nicht einfach mal eben so abgebaut. Dafür braucht man dann schon eine Diamant-Axt mit Effizienz 3, 4 oder so. Das wäre dann schon prickelnd, aber die dann herzustellen, das ist auch nicht so das Wahre. Ich hoffe einfach mal, dass wir da nicht in die Richtung bauen müssen. Wenn es so ist, dann ist es so, aber ich hoffe es nicht.
So, ich mache jetzt hier eben auch noch die Bäume weg. Wenn wir schon gerade dabei sind, dann mache ich das eben gründlich. Oder ich mache es einfach, bis die Axt kaputt geht. Oh, da fliegt wieder eine. Ich hasse es, wenn die Dinger hier fliegen. Das gehört sich einfach nicht. Kriege ich echt einen Hass. Ach Mann, warum komme ich da nicht dran? Das ist doof. So, jetzt habe ich es komplett, ne? Ja. Gut, da schwebt hier wieder eine. Nehmen wir auch noch eben mit. Habe ich die abgebaut? Ja. Jetzt wird es wieder dunkel. Oh nee, oh nee. Ja, noch lebt die Axt. Da machen wir den hier auch noch eben weg. Und den hier noch. Und dann noch eben den mit der Hand und dann haben wir's. Gut, dann einmal der Zeitumkehrer. Perfekt. Gut, die ersten Bäume sind hier schon am Verschwinden. Das ist sehr nice, da kommen die ganzen Sepplinge noch angeflogen. Und dann kann ich... Oh ja, das sind gar nicht mal so wenig. Na, kommt alle her. So. Also Förster-Probleme werde ich hier nie haben. Ich habe so viele Sepplinge, damit könnte ich euch echt abwerfen. Wahnsinn. Jetzt bauen wir aber erstmal hier die Erde ab, die hier noch so im Weg ist. Ich wünschte, ich hätte noch eine Diamantschaufel. Das würde so viel schneller gehen, Manu. Aber man kann ja nicht alles haben. Ich glaube, die Folge wird auch schon wieder viel zu lang. Das ist das Problem an diesen Terraforming-Folgen. Man weiß gar nicht, wie lang so, wie schnell die Zeit vorbeigeht. Man ist ja einfach nur am Abbauen, am Reden und das ist immer eine sehr mühsame Geschichte. Ich weiß auch, dass solche Folgen von euch generell nicht so doll geklickt oder geliked oder so werden. Damit habe ich mich relativ abgefunden. Es ist manchmal ein bisschen schade, dass einzelne Folgen manchmal nicht so gut ankommen wie andere. Aber ich kann es natürlich verstehen, dass viele von euch sowas hier nicht besonders geil finden. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich würde es mir wahrscheinlich selber nicht mal angucken. Aber da es dazugehört, werde ich es niemals einfach so weglassen. Es ist einfach eine Regel gewesen, die ich mir am Anfang gesetzt habe, alles aufzunehmen, was ich hier in Let's Build Hogwarts mache. Und von dieser Regel werde ich mich niemals distanzieren. Das muss einfach so sein. Ansonsten würde ich mich selber betrügen. Und das kann ich einfach nicht verantworten. Schon allein nach der Zeit, die wir jetzt hier für dieses Projekt geopfert haben, möchte ich auf keinen Fall dieses Grundregelwerk brechen. Das darf einfach nicht sein. Und deswegen, ja, Verzeihung, wenn diese Folgen hier wirklich ein bisschen trockener sind. Aber sie spielen mir auch ein wenig in die Karten, weil ich ja somit einfach schneller die Folgen produziert habe und ich dadurch mich mehr auf die Special-Folge, die 300. Folge, fixieren kann. Und die soll ja wirklich geil werden. Das ist ja ein großes Versprechen von mir an euch, dass diese Folge richtig, richtig gut wird. Und das versuche ich dann auch zu erreichen. Und das hoffe ich, wird auch funktionieren. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, wie schon gesagt. So, jetzt bauen wir hier erstmal ab. Schön die Erde weg. Die Schaufel ist gleich auch schon hinüber. Es geht ziemlich schnell bei den Eisenschaufeln. Gut, da ist die erste hinüber, dann nehmen wir uns die zweite. So, und da kommt endlich Sonnenlicht rein. So, gleich haben wir es geschafft und dann würde ich sagen, würde ich auch diese Folge erstmal hier beenden.
Wir haben ein gutes Stückchen von dem Berg selber abgebaut. Ja, eigentlich haben wir ihn ausgehöhlt, aber wie gesagt, ich mache jetzt hier eben noch diesen Erdedeckel weg. Und dann haben wir ein gutes Stückchen abgebaut, sodass wir Hogwarts auf jeden Fall bedenkenlos bald weiterbauen können. In der nächsten Folge werde ich wahrscheinlich hier nochmal dran setzen, also das gleiche nochmal machen. Vielleicht dann auch etwas, ja, zackiger, also dass wir möglichst schneller vorankommen. Aber ihr müsst auch nebenbei bedenken, wenn wir diese Scheißaufgabe im wahrsten Sinne des Wortes hier nebenbei jetzt noch machen, werden wir für die zukünftigen Folgen sehr, sehr viele Steine haben. Und ich habe zum Beispiel vor, Folge 301, ja, sehr viele Steine zu haben, um direkt weiterbauen zu können. Das ist ein großes Ziel von mir, was ich habe. Ansonsten müssen wir noch in Folge 298 und 99 eventuell noch einige Fehler auskorrigieren, dass ihr die Download-Version möglichst fehlerfrei bekommt und dass ihr die dann auch vorstellen könnt. Apropos vorstellen, in der nächsten Folge werde ich nochmal auf das Thema eingehen, wie es aussieht, wenn ihr euch die neue Version downloadet. Und ich möchte euch da in ein gewisses Vorhaben mit integrieren und das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr darauf Lust hättet, aber mehr dazu dann in der nächsten Folge. Das hier ist jetzt das Resultat dieser einen Folge. Wir haben hier ein gutes Stückchen abgebaut. Dieser Berg hier wird immer weiter reduziert und man sieht auch hier im Hintergrund, ich kann ja nochmal kurz dahin gehen, dass man das sieht. Also es ist ein Riesenteil und das wird auf jeden Fall noch dauern. Bis in diese Richtung, wo hier die Mauer aneckt, also hier an diesem Punkt hier, müssen wir das Ganze begradigen. Danach ist es erstmal egal, aber bis zu diesem Punkt hier muss es erstmal gerade werden. Und das kann noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Ganzen ein Like da lassen könnt. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und dann wünsche ich euch noch eine traumhafte Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Dagi. Let's Play. Ciao.